Hallo. Hallo. Wir sind unterwegs in ein Zwischenlager von den Nationalsozialisten. Das Gebäude war vorher eine Villa, dann halt ein Zwischenlager für Leute, die deportiert wurden. Und ja, das gehen wir uns jetzt mal anschauen. Mal gucken, ob wir reinkommen und etc. Kriegen wir schon hin. Ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Gebäude. So, jetzt muss ich Auto fahren. Ja. Dann macht ihr gleich einen Bumm. Hier, da ist er im Lauf. So, ich bin jetzt in der Wohnkartenlage. Ich brauche die Taschenlampe, mein Engelschatz. Dankeschön. Oh, hier ging früher die Treppe runter. Jetzt bin ich mal interessant. Hier ist keine Tür mehr dran. Oh, Zweiter Weltkriegsbunker. Denk auf mal. Oh, hier wird schon richtig kalt. Oh, jede Menge Mücken. Oh, da ist zugemauert. Das hat sich aber jetzt nicht gelohnt. Außer 1.100 Millionen Mücken. Boah, hier sind Millionen Mücken. Das hat sich nicht gelohnt, mein Schatz. Fettsack, wie ich hier wieder hochkomme. War nix. Ein Gewächshaus, genau. Ein alter Kühlschrank. Doch, hier wachsen auch schöne Sachen. Pass auf hier die Glas, ne? Meine Tochter hat ja mal wieder Turnschuhe an. Ach guck mal, schöne Hochbeete hatten sie hier. Hatten die damals schöne Hochbeete, Jen? Jen, guck mal, die haben hier sogar Schnecken gehabt. Die haben ja früher Tannenbäume verkauft. Was? Seht ihr das? Damit hat man noch Tannenbäume eingepackt, ne? Auch cool. Guckt mal. Ein kleines Gartenhäuschen auf 2 Etagen. Oben kam bestimmt Stroh rein. Hiermit hat man das Stroh gefahren. Mit der alten Schubkarre da. Oh, hier waren Hasen drin. Die Schlachthasen, die guten. Moment, ich mach nochmal. So. Hier waren die Hasen drin. Und da oben war das Stroh für die Hasen. Ich höre einen Pool so. Aber hier ist noch die komplette Umrandung. Aber jetzt hätte ich das Ding ja immer gerne früher gesehen. Ne? Aber es hat man auf Lost Place immer dieses Gefühl. Okay, hier weiter. Ich hatte gerade meinen Arsch, dass das hier ein Sarkophag ist, der hier mittendrin steht. Da unten das, der Sockel, oben die Platte, die ist verschoben. Wir können noch mal reingucken. Obwohl, das ist ja eigentlich... Ne? Oh, wer Angst hat vor Kelleraffen. Boah. Ich bin am Arsch. Ich war jetzt auch erschrocken. Ich habe keine Angst vor denen. Ich weiß, sie tun nichts. Ich weiß auch, wie sie schmecken. Ja, Jen, 100% ist ein Sarkophag. 100%. Aber das ist scheiße. Ich mach das jetzt kaputt. Dann gehe ich auch hier runter. Ich habe Respekt vor sowas. Das ist ein Sarkophag. Also hier war ein Toter drin. Einer oder mehrere? Einer. Hier werden wahrscheinlich noch mehrere stehen. Wir sind hier gerade durch das wirklich tiefste Gestrüpp. Und wir kommen gerade an... Grabstein an. Ich möchte nicht den Namen drauf haben. Ich nehme mal das Datum. So. Das ist von 14.11.1881 bis zum 12.01.1913. 1, 2, 3, 4, 5 Grabsteine, aber die nicht mal an ihrem ursprünglichen Ort sind. Das kann ich sagen, weil die stehen hier an der Mauer. Aufgereiht und aber
alles eine Familie. 1856, 1855. Also da war ich gerade mit meinem Sarkophag richtig. Wir könnten jetzt auch hinter die Mauer. Gerade eine neue, große, afrikanische Riesenzecke an ihrem Fuß. Jen, da ist ein Loch. Wenn du da reinfällst, ne? Dann bist du weg. Hier ist auch ein Loch. Ich habe keinen Seil dabei. Ja, was mache ich jetzt? Mich vorbeilassen. Boah, du hast eine dicke Male hinten im Dings drin. Ich zieh dir die Mütze einfach an. Oh, jetzt hast du eine Male am Kopf. Jen, beweg dich nicht. Beweg dich nicht. Nicht! Jetzt ist sie reingerutscht, jetzt sehe ich sie nicht mehr. Jetzt sehe ich sie nicht mehr. Die ist irgendwo hier reingerutscht in die Haare. Da ist sie. Riesengebäude. Geh mal rein. Toll. Geh mal rein. Rumpelkammer. Lustig, wo ist denn das Haus? Wir sind nicht auf dem Parkplatz. Ja, hinter der Firma, habe ich dir doch gesagt. Das ist das Gebäude unserer Wahl. Hier vorne ist sehr viel Verkehr, deswegen müssen wir immer reinkommen. Auf dem Gelände. Und jetzt geht's rein. Einfach rein. Guck mal, ein heftiges Gebäude, das muss man wirklich mal sagen. Wow. Geil. Geiles Ding. Da oben ist eine Tür auf, ne? Da oben ist eine Tür auf. Die ist nicht auf. Wäre schon gut. Natürlich steht da eine Tür auf. Geh einfach. Nicht bescheuert. Jetzt sind wir dran. Jane, die Taschenlampe ist fast leer. Du Dödel. Ich habe eine Kamera, die hat Nachtsicht. Oh. Oh, das ist aber riesig, das Ding. Ist noch Rasierer drin. Boah, steht noch mit Glitchi. Jen, ich habe noch eine zweite Taschenlampe drin. Für dich. Boah, geil. Ich habe auf Infrarot geschaltet. Meine Taschenlampe hier ist nicht gerade die beste. Jen läuft hinten mit der großen. Das sieht aus wie Kellerräume, wo wir jetzt gerade sind. Oh, hier ist aber schön cooles Lost Place, gefällt mir. Schön alt. Was ist das? Die böse Kinderklappe. Nächste Klo, Seanskasten. Und hier sind wieder trotz Keller ohne Räume. Oh, guck mal. Wäre nett, wenn du das deine Taschenlampe wegnimmst, sonst sehe ich hier nichts mehr. Hier ist ein Marienkäfer schlucken von Kindern. Kann sich aber drin verlaufen, ne? Ja. Hier ist eine alte Lampe. Schöner Schwarzschimmer. Der Boden ist gefliest. Ah, ich würde sagen, das war mal der Haupteingang von vorne. Hier geht's nach oben. Jen, es ist besser, wenn ich gehe, weil ich dicker bin. Ja, ja, aber wenn es mich hält, hält es dich auch.
Nee, es sieht nicht stabil aus. Ach du heilige Scheiße. Oh, hier, jetzt sieht es ein bisschen locker aus. Schön. Geh so weit wie möglich rechts. Okay, wir sind oben. Und hier sind die Böden Beton. Trotzdem darauf achten, mehr hoch kommen wir nicht mehr. Guck mal. Also ganz oben bleibt für uns gesperrt, weil die Treppe nicht keine Aufhängung mehr hat. Glaube ich nicht. Jetzt hat man ja von unten auch eine hoch gehabt. Ja, ja. So, jetzt geht es hier noch rum. Okay, so das Ganze wieder was. Ist kein Boden mehr drin. Oh, ein grüner Raum. Und noch ein altes AEG-Gerät. Alles im grünen Garten mit Spinnenweben. Hier ist alles im grün gehalten. Nee, das ist kein Schimmel. Ja, hier ist auch wieder Schimmel, ja natürlich, aber da hätten wir grün gestrichen. Also, ich schalte mir nochmal auf. In meiner Sicht. Dass wir können. Was ist denn hier hinter? Ist die Decke runtergekommen. Ja, hoch kann man auf keinen Fall mehr gehen. Jen. Auch wieder eine Lampe. Hier war mein Haben die mal hier eine Jugendherberge draus gemacht? Ja, wenn ich mir gerade abgelegt. Ja. Wandern ist spitze, die Meinung bin ich auch. Bitte, 12 Uhr. Nee, 3 Uhr, Kirchenglocken. Die Kirche. Tu mal deine Taschen aber weg. Die Zuschauer da drauf sehen. Die hält ja überall die 2000 Lumenlampe drauf. Da sieht man nichts mehr. Das ist unter der Tapete. Ja, sicher. So, aber nach oben kommen wir nicht. Der ist abgefahren. Ist die ganze Decke runtergekommen, da kommt nicht weiter. Ganz früh. Haben wir hier heute hier eine Familie gegründet? Mach die jedes Mal. Ich will mal gucken. Ja, das sieht man jetzt nicht so auf der Kamera. Schade, schön. Ja, gehst du dir angucken. Schön. Jane, hier ist ein Zwischenraum. Siehst du das? Mit alten Stuck oben drin. Oh, geil. Das ist hier gar nicht drin. Aber da oben sieht man es durch. Richtig schöner alter Stuck, eine richtig geile Decke verkleidet. Das heißt, die ganze Decke hier oben ist abgehangen. Und da war eine Zwischendecke drin. Wie haben die das denn gemacht? Und hier vorne, guck mal hier, ist ein Fenster, ne? Das geht in so einen Zwischenraum rein. Jetzt muss ich einmal gucken, was hier hinter ist. Da ist gar nichts hinter. Da ist nichts hinter, Jen, das ist ein Geheimraum. Das ist ein Geheimraum, mein Schwarzibärchen. Das ist ein Geheimraum. Ich sehe jetzt nicht. Warte mal, ich kann die Kamera so einstellen, dass ich sehe, was da drin ist. Bloß dann nochmal einmal Nachtsicht an. Da ist eine Tür drin. Eine Glastür. Und da ist auch wieder eine Tür. Warte. Da, hier ist nichts. Boah, wie gruselig ist das denn? Das könnte mal eine Tür gewesen sein hier. Pass auf, psst, ruhig. Ne? Die ist massiv. Boah, das ist aber gruselig. Jetzt ist meine Neugierde. Warte, ich gehe noch mal gucken. Warte kurz auf mich. So, ich muss hier rumkommen. So, oh, da ist doch nass. Mal da reintreten. So,
hier rumkommen. Ist das? Dazu sage ich jetzt nichts. Gar nichts. Und hier sieht man, dass eine Decke reingezogen wurde. Da oben ist das Fenster, da ist die Decke. Und da drüber ist eine richtig geile Stuckdecke. Richtig schön mit Verzierungen und so. Dan, soll ich mal sagen, wo dran, wenn du nochmal ins Gesicht leuchtest, an den Fliesen hier siehst du, dass das mal eine Küche war. Das müssen wir wieder rausfinden. Ich glaube, jetzt passiert nichts mehr Interessantes. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Box Place oder man sieht sich im Wald. Sag mal, tschüss, Jane. Jane, die darfst du nicht mitnehmen. Das ist dann Diebstahl, mein Freund. Einbruchsdiebstahl. Dann gehst du für 25 Cent gehst du in den Knast. Hast du eigentlich schon mal gesehen, was hier für coole Dinger da hatten? Ja, die Treppen. Hör auf, das Video zu beenden. Wir sind noch nicht im Haus. Wir sind im ganzen Haus gewesen und ich sage bis zum nächsten Mal. So, ich bin jetzt gerade hier. Hier sehen wir die Stuckdecke von innen. Dabei war eine Decke reingezogen. Und das hier sind die originalen Stuckdecken. Die waren da drin auch oval. Aber es ist wirklich schade um das Gebäude. Wenn man überlegt, das war eine geile Villa, aber...